Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus dem Circulation vor von Schrage und Mitarbeitern. Es geht hier um den infarktbedingten kardiogenen Schock. Hier bei Impeller-Unterstützung eine Match-Pair-Analyse, die Patienten mit dem Patienten der EEB-Schock-2-Studie vergleicht und die 30-Tages-Sterblichkeit analysiert. Eine perkutane mechanische Kreislaufunterstützung wird trotz fehlender Daten zur Effektivität zunehmend bei Patienten mit infarktbedingtem kardiogenen Schock eingesetzt. Der ist im Weiteren abgekürzt mit IKS. Die vorliegende Studie untersucht die Ergebnisse beim Einsatz der Impeller-Herzpumpe beim infarktbedingten kardiogenen Schock im Vergleich zur IABP bzw. der medikamentösen Therapie. Es handelt sich um ein multinationales retrospektives Register zum Einsatz der Impeller-Pumpe, der Impeller 2,5 Liter pro Minute und der Impeller CP bei Patienten mit infarktbedingtem kardiogenen Schock. In diesem Register finden sich 570 Patienten. Davon wurden die Patienten selektioniert, die die Ein- und Ausschlusskriterien der IABP-Schock-2-Studie erfüllten. Darüber hinaus wurden die Patienten des Registers mit den Patienten der IABP-Schock-2-Studie 1:1 gematcht. Kriterien hierfür für das Matching waren Alter, Geschlecht, Beatmung, Ejektionsfraktion des linken Ventrikels in 10% Schritten, eine vorangegangene kardiopulmonale Reanimation und der Laktatwert. Der primäre Endpunkt, Gesamtsterblichkeit Tag 30. Hier die Ergebnisse. Zwischen 7.2007 und 31.2007 erfüllten 372 Patienten des Impellers-Registers die IABP-Schock-2-Kriterien. Die 30-Tages-Sterblichkeit dieser Patienten lag bei 47%. Im Matching-Verfahren konnten 237 Patienten in der Impeller-Gruppe mit 237 Patienten der IABP-Schock-Gruppe gematcht werden. In der Impeller-Gruppe erhielten 156 Patienten die Impeller-CP und 74 Patienten die Impeller 2,5 Liter pro Minute. In der IABP-Schock-Gruppe 155 Patienten IABP und 122 Patienten der Kontrollgruppe. Ein Impeller wurde vor Prozedur in 38,1% der Fälle gelegt und eine IABP-Vorprozedur nur bei 5,8% der Patienten. Das war statistisch signifikant unterschiedlich. Hier der primäre Endpunkt, Tag 30, Gesamtsterblichkeit, Impellergruppe 48,5%, IABP-Schock-2-Gruppe. Das waren sowohl Patienten, die eine IABP erhielten, aber auch Patienten in der Kontrollgruppe, Sterblichkeit 46,4%. Sie sehen hier die Kaplan-Meier-Kurve, Impeller-Gruppe, IAB-Schock-2-Gruppe, kein Unterschied. Weitere Endpunkte sind hier aufgeführt, Reinfarkt-Krankenhaus, kein Unterschied, 3,5 versus 2,5, Stent-Thrombose, Krankenhaus 0,613, Insult-Krankenhaus 3,5, 2,5%, periphere ischämische Komplikationen signifikant häufiger in der Impeller-Gruppe mit 9,8% und 3,8%. Das waren ischämische Komplikationen, die einer Intervention bedürften. Mittelschwere Blutung 20,3% in der Impeller-Gruppe, 16,9% in der EBP-Schock-2-Gruppe. Lebensbedrohlich oder schwere Blutungen ebenfalls häufiger in der Impeller-Gruppe mit 8,5% versus 3% und Sepsis im Krankenhaus ebenfalls signifikant häufiger mit 35,3% versus 19,4%. Zusammenfassend kann festgehalten werden. In dieser retrospektiven multinationalen Studie konnte kein Überlebensvorteil an Tag 30 durch die Impeller-Pumpe im Vergleich mit einer gematchten Kohorte IABP-Schock-2-Studie bei Patienten mit infarktbedingtem kardiogenen Schock gezeigt werde. Das gilt sowohl für den Vergleich der Impeller-Patienten mit allen Patienten der IABP-2-Schock-Studie als auch für den Vergleich nur mit den Patienten der IABP-Schock-2-Studie, die eine IABP erhielten. Daher ist sicherlich eine große prospektiv randomisierte Studie erforderlich, um einen positiven Effekt der Impellerpumpe auf die Prognose bei Patienten mit infarktbedingtem kardiogenen Schock zu belegen. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im Circulation.